Namaste, Namaste, guten Sonntag, Mittag, grüezi miteinander beim KIMI-Report, der wie meistens am Sonntag sehr bald in den Salon einladen wird. Ihr wisst schon, marcokaimi.ch. Dann sind wir wieder ein bisschen mehr unter uns und vergesst auch nicht, KIMI Report 2 zu abonnieren. Unser Kommunikationsteaser-Fallschirm für alle Fälle. Aber ein paar Impressionen als Lustigmacher für die Reise oder den Weg in den Salon, ganz frisch herausgekommen. Notfallverwendung des Pfizer-Impfstoffs, Entschuldigung, für Kinder genehmigt. Und Kinder ist ein weiter Begriff, also wir sprechen von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren. Das hat die FDA, respektive deren Arzneimittelausschuss, soeben beschlossen. Natürlich auf gar keinen Druck von Fauci und vom Administrator Biden. Ja, das kommt davon, wenn man falsche Wahlentscheidungen trifft, meine Damen und Herren. Darum 28.11. Bitte Nein stimmen, konzentrieren, 4 Buchstaben, N-E-I-N. Die Medien machen riesen Lärm, nur noch 31% wollen Nein stimmen. Wir kennen das vom Brexit-Effekt, wir kennen das vom Trump-Effekt, wir kennen das 2004 vom Minarett-Effekt. Dort hieß es auch kurz vor der Abstimmung, keine Chance über das Minarett-Verbot. Und siehe da, es kam in allen drei Fällen anders raus, als die Mainstream-Märchen erwartet haben. Kretschmer in Sachsen fordert 2G. Und ihr wisst, wenn das so anfängt, dann kommt es auch so raus. Quasi Lockdown für Ungeimpfte. Sachsen beschließt flächendeckende 2G-Regel, aber es gibt keinen Impfzwang. Ihr wisst das. Und Baden-Württemberg ist übrigens auch schon dort angekommen, zwischenzeitlich. Spannendes gibt es aus dem EU-Parlament. Und wir sind sehr froh, dass die Verträge zwischen zum Beispiel Pfizer und der EU-Kommission gut einsehbar und transparent sind für alle. Wir schauen uns das dann im Salon noch etwas genauer an, aber nur ein ganz kleiner Teaser schon. And I will just show you the pages. These are the pages. You see? They call this transparency these days. So this is the fundamental principle, right? Of the what? Jawohl. Noch ein paar Outtakes vor dem Salontüröffnung. Ich finde das super. 91% meiner Kollegen und Kolleginnen sind geimpft, im Spital so gut wie alle. Es gibt noch so ein paar renitente, niedergelassene Ärzte, vielleicht kennt ihr einen. Aber 5%, weitere 5% wollen da auch noch Besserung versprechen. Die wollen sich wirklich noch vor Weihnachten das erledigen, einen doppelten Peaks verpassen lassen, sodass dann noch 4-5% der Ärzte nicht geimpft sind. Ich vermute, wir werden nächstens abgeholt und in irgendwelche Reservate gesteckt. Aber es ist halt, wie es ist. Und ja. Ich furze auf euch, ihr Schweinepriester! Wenn es nach mir geht, kommt ihr nicht in europäische Gemeinschaft! Genau. Aber es gibt auch erstaunliche Nachrichten von der Ärztefront. Ärztegesellschaft verlässt Freiburgs Covid-19-Taskforce. Die Ärztegesellschaft des Kantons Freiburg ist nicht mehr in der Lage, Patienteninteressen zu verteidigen und sie tritt aus der Covid-19-Taskforce aus. Soweit die Quelle now.ch. Ich weiß da noch nichts Näheres genau, aber ich kann der Baselstädtischen und der Baselländischen Ärztegesellschaft nur sagen, zur Nachahmung empfohlen. Lauterbach wartet immer noch auf seinen Zahnsanierungstermin und schrubelt weiter in der Zwischenzeit.
twittert Karl-Heinz Rummenigge und ich sind offenbar der gleichen Meinung. Druck auf Spitzensportler wie Joshua Kimmich wäre falsch. Zur Impfung muss man überzeugt werden, nicht gezwungen. Und kurze Zeit später, Lauterbach fordert Rechtsgrundlage zur Regelverschärfung für Ungeimpfte. Vielleicht gilt das einfach nicht für Spitzensportler, aber immer wieder, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern als Politiker? Söder-Ausgangssperre rechtswidrig, ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, schau, schau. Die Gerichte schlafen nicht alle, aber in der Schweiz schlafen alle praktisch, ausnahmslos. Ausgangssperre verfassungswidrig, Spanien zahlt Bürgern Corona-Strafgeld zurück. Aha, auch dort ist etwas aufgewacht. Und dann der dehnbare Begriff der Toleranz. Süddeutsche Alpenpravda-Zeitung, Regenbogenfarben Bundesliga wirbt für Toleranz und Vielfalt. Süddeutsche Alpenpravda-Zeitung, ungeimpft im Fokus, einmal mehr die Geschichte um Joshua Kimmich. Und wir sind froh, dass wir bei ARD, da sitzt man in der ersten Reihe und hat auch großartige Kommentatoren, wie zum Beispiel Detlef Flinz. ARD-Kommentar feiert Preisschock bei Öl und Gas. Nur so würde man die Klimaerwärmung in den Griff bekommen. Das hat natürlich überhaupt nichts Elitäres. Das ist für den Mittelstand und für die nicht so gut Verdienenden natürlich überhaupt kein Problem, mittlerweile diese Strom-, Gas- und Spritpreise zu bezahlen. Es hat auch überhaupt nicht die wirklich sehr reiche Bevölkerung privilegierendes. Nein, wer das sagt, ist da ein Nichtkenner der Materie. Teil der Deutschen, eben wahrscheinlich nicht die Reichsten, will bei steigenden Energiepreisen am Essen sparen. Das hat natürlich wieder großartige Konsequenzen, selbstverständlich nicht. Also lieber tanken im Auto als futtern, das ist gut für gegen Bluthochdruck, Diabetes, andere Stoffwechselerkrankungen. In diesem Sinne lade ich euch, liebe Freunde, an diesem Novembersonntag jetzt zu uns in den Salon ein. Bitte wechseln auf marcocaimi.ch. Wir sehen uns dort, die ganze Bande. Also, Saletti, bis gleich.